So, und damit herzlich willkommen zum LEGO City Verfolgungsjagd-Set. Das Set werden wir jetzt auspacken und im Zeitraffer miteinander aufbauen und uns dann die Besonderheiten des Sets anschauen. Und los geht's! Das war eine Menge Arbeit. Jetzt haben wir den Polizisten, den Gangster, das Gangsterfahrzeug und das Polizeiauto. Der Gangster hat ein Brecheisen und eine Taschenlampe auf der anderen Seite des Gangsterautos sowie einen Schweißbrenner und einen Tresor mit dem geklauten Geld. So, da steckt man es wieder hinten drauf. Der ist der Schweißbrenner, mit dem er den Tresor geknackt hat. Und ja, das war's soweit zum Gangster-Auto. Da können wir da gleich den Gangster reinsetzen. Der Polizist kann natürlich auch ins Polizeiauto. Und weg damit. Außerdem waren noch zwei Pylonen dabei für den Polizisten zum Absperren der Straße.